Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, hoffentlich wird dieser dritte Versuch des fünften Teiles für heute von mehr Erfolg gekrönt sein. Die ersten beiden Versuche musste ich leider wegen geringer Regenfälle, aber wenn das Objektiv nass wird, das ist sehr, sehr, würde ich sagen, empfindliche Elektronik und ist, glaube ich, nicht das Beste für die Kamera. Ich habe es einfach so gemacht, abgebrochen. Und jetzt machen wir den dritten Versuch. Probieren wir es einmal. Ich möchte beginnen mit dem sogenannten verlorenen Paradies. Glaube ich, war das von Milton, glaube ich, Paradise Lost. Und irgendwie haben wir alle im Innersten so diese Sehnsucht nach einem Idealzustand. Also irgendwie, du weißt ja, so à la Herr Rossi sucht das Glück. Es muss doch irgendetwas geben, wo wir komplett zufrieden sind, wo wir die Fülle, die Gesamtheit unseres Selbst leben können und rundherum zufrieden sind. Und wir haben sozusagen auch, wie eben Herr Rossi, das Glück im Leben gesucht. Man hat überall gesucht, ich meine, du wahrscheinlich ganz genauso, man hat oder in Partnerschaften gesucht und hat nach den ersten heftigen Streitigkeiten gemerkt, dass der Glücksfaktor vielleicht doch dort nicht unbedingt zu finden sein wird. Dann hat man in irgendwelchen hedonistischen Produkten oder in, ich weiß es nicht, in irgendwelchen Äußerlichkeiten versucht, sozusagen die Glückseligkeit zu finden, oder man hat sich den großen Traum vom Eigenheim erfüllt, also hat ein halbes Leben lang dann für die Rückzahlung der Kredite investiert, um dann zu merken, dass man auch jetzt eher in den Verpflichtungen, Renovierungsarbeiten, Handwerkerkosten gefangen ist und jetzt auch, wie sagt man, Energiekostenabrechnungen. Also das heißt, das ist auch jetzt nicht unbedingt mit einem stabilen Glück verbunden und irgendwie beschleicht uns dann allmählich der Verdacht, dass das wahre Glück, also sozusagen das Richtige, das Echte, das tatsächliche Glück mit keinen äußerlichen Faktoren zusammenhängen kann. Natürlich haben wir unser Leben sozusagen oft in, sagen wir es mal so, eingeschränkten Glücksgefühlen verbracht. Nicht grundlos gilt meines Wissens die Depression als die Volkskrankheit Nummer 1. Also das heißt, Unglücksgefühle, die man sehr leicht am Konsum diverser Substanzen, also ich bleibe jetzt einmal bei Alkohol und Zigaretten, ich meine, es gibt noch andere Substanzen, die will ich hier nicht erwähnen, kann man das ablesen. Man kann ablesen, wie glücklich ist jemand. Gut, jetzt kannst du sagen, man kann auch aus Glück und einem Freudegefühl Alkohol, ja gut, kann man, aber du weißt ungefähr, was ich meine. Also das heißt, hier haben wir einfach zum Großteil Menschen, die unglücklich sind und versuchen sozusagen mit einem Gläschen unter Zuhilfenahme eines Gläschens Alkohol sozusagen zu vergessen. Da muss ich die Wassertropfen doch vom Objektiv ab, also subjektiv muss ich es vom Objektiv runterwischen. Das heißt, wir haben viele in Berufen gearbeitet, die uns keine Freude gemacht haben, von Glücksgefühlen, würde ich sagen, mal sehr weit entfernt. Wir haben sehr viele Kompromisse im Leben geschlossen, wo man gesagt hat, naja, besser als nichts oder lieber das kleine Glück anstreben als das große Glück. Und irgendwie im Laufe eines Lebens bleibt außer einer vagen Sehnsucht, einer Hoffnung sozusagen, bleibt nichts mehr zurück. Die Ursache für, ich will jetzt nur auf dieses Leben beschränken. Natürlich liegt die Ursache in vielen, vielen weiteren Inkarnationen zurückliegend, gar keine Frage. Aber das würde möglicherweise den Rahmen dieses Videos doch sprengen. Sehr interessant, diese Wassertropfen. Sehr, sehr reizvolles Motiv. Und bleiben wir in diesem Leben. Die Kindheit, ja, die Kindheit, ohne jetzt den Eltern einen Vorwurf zu machen. Ich bin überzeugt, die Eltern wollten immer für ihre Kinder das Allerbeste. Aber weil sie ja selber traumatisierte Opfer waren, was kann jemand, der selber traumatisiertes Opfer gewesen ist, weitergeben? Naja, Traumatisierungen, logisch. Das heißt, wir waren in der frühen Kindheit gezwungen, um in der Sippe, um im Clan, um in unserer Gemeinschaft oder in der Kleinfamilie überleben zu können, waren wir gezwungen, einen Teil, einen Großteil, ich will nicht sagen alle, aber doch einen Teil der Gefühle auszublenden. Und ich glaube, da liege ich richtig und das ist jetzt, glaube ich, vielleicht auch jetzt nicht so die große Erkenntnis. Ah, die Sonne kommt. Dass wir Sehnsucht nach der Einheit mit uns haben.
Und diese Sehnsucht nach der Einheit mit uns wird vom System genehmigt, substituiert durch die Partnerschaft. Also in der Partnerschaft sind wir sozusagen, wurden zwei Hälften zusammengefügt. Ich glaube, das ist eine Binsenweisheit. Ich weiß nicht, also heute ist es nicht mehr so, aber früher war es einfach so. Den Männern wurde verboten, Gefühle zu empfinden, und den Frauen wurde verboten, sozusagen zu denken. Also da hat man dann eben zwei Hälften zusammengefügt, und es hat so und so viele Jahrhunderte oder Jahrtausende oder wie auch immer, wie lange auch immer funktioniert. Nur diese Modelle funktionieren jetzt nicht mehr. Immer mehr Männer kommen in ihre Gefühle, immer mehr Frauen erweisen sich als hervorragende Denkerinnen, als hervorragende auch Mathematikerinnen, gar keine Frage. Wir wissen ja, dass hinter Albert Einstein eine geniale Frau stand, dass nicht er das Genie war, sondern dass seine Partnerin das Genie war. Deswegen hat sie ja auch dann das Nobelpreisgeld erhalten, aber davon wissen halt eben nicht alle, dass das so gelaufen ist. Ja, es ist tatsächlich so. Und spannend, dass wir genau jetzt in dieser Zeit, in einer unheimlich intensiven Zeit, in einer druckvollen Zeit, in einer Zeit von, kann man durchaus sagen, in einer Zeit, wo die Angst ja maximal zelebriert wird, überall haben wir große Angstmache, und dass genau in dieser Zeit auch gleichzeitig die Heilung da ist. Das ist ja das Großartige, dass immer das Problem und die Lösung quasi im Kombipack zusammen geliefert werden, und jetzt ist es ganz genauso. Genauso, es ist jetzt genau derselbe Punkt. Viele sind verzweifelt, viele wissen nicht mehr weiter, viele wissen sozusagen nicht mehr, wie sollen sie das alles bezahlen, wie sollen sie die nächste Welle, so sie angeblich ja kommen wird, wie sie das seelisch, emotional überleben sollen. Das heißt Ratlosigkeit, und gleichzeitig wissen wir, dass das alles äußere Faktoren sind, die letztendlich mit uns gar nichts zu tun haben. Bestenfalls nach dem Resonanzprinzip wie innen so außen, Hermes Trismegistus. Also das heißt, dass wir im Prinzip in der Außenwelt nur das wahrnehmen, was in unserem Innersten drinnen steckt. Wenn wir in unserem Innersten sozusagen unsere Gefühlswelt ausblenden mussten, wenn wir sozusagen allerlei Ängste haben und wegen, um diese Ängste sozusagen in den Griff zu kommen, mussten wir gehorchen, mussten wir sozusagen uns selbst zurücknehmen, naja, dann reagieren wir auch in der Außenwelt entsprechend mit diesen Aktionen, und die Aktionen der letzten zwei Jahre, glaube ich, können wir uns noch sehr, sehr gut erinnern. Ja, ich habe auch über 100 Zeitungen aufgehoben, dass man sich dann auch an die Schlagzeilen wird erinnern können, und ich bin sicher, dass man das dann auch in absehbarer Zeit auf YouTube veröffentlichen wird können, was hier an ganz brutaler Angstmache betrieben wurde. Ich behaupte mal, dass wir so 80% unseres Gefühlsreichtums unterdrücken mussten, also das heißt hier, dass wir ungefähr so auf 20% unserer wahren Größe hinuntergeschrumpft wurden. Und das System liebt nicht große Menschen, das System liebt kleine Menschen, denn die können sie wunderbar manipulieren, die gehören ihnen, und die fressen ihnen aus der Hand, weil sie ja sozusagen glauben, sie wären von den Eltern-Ich-Spielern abhängig. Naja, und das System hat auch die Abhängigkeiten entsprechend intensiv ausgebaut und auch weidlichst, rücksichtslos, brutalst ausgenützt, aber das wissen wir, dass es so gelaufen ist. Darüber brauchen wir uns nicht beschweren, denn letztendlich ist es ja unser Entwicklungsprozess, unser Befreiungsprozess. Befreiungsprozess woraus? Naja, aus dieser Matrix. Ja. Wir sind hier in dieser Matrix gefangen. Ursprünglich laut Robert Monroe, die beiden legendären Bücher Far Journeys und Ultimate Journeys, sagen ja aus, dass wir hier damals als Seelenentitäten damals, der einst oder wann das auch immer war, ja, dass wir hier nur eine Inkarnation machen hätten sollen. Ja, nur eine Inkarnation. Und wir wurden dann in diesem Spinnennetz, in diesem pharaonischen Oktogon gefangen, ja, und sind jetzt sozusagen wie Dallas oder Dynasty in der 5790. Folge gefangen und finden uns überhaupt nicht mehr heraus. Das Einzige, was wir wissen, es wird dann die 5791. Folge geben, aber Aussicht auf Hoffnung oder auf Aussicht auf Besserung, tja, guter Gedanke. Naja, und wie gesagt, Problemstellung und Lösung werden immer im Kombipack geliefert, das heißt, für uns ist jetzt eine wunderbare Zeit, die bestmögliche Zeit für Heilung, die bestmögliche Zeit, um wieder komplett zu werden. Das heißt, die Entdeckungsreise in Richtung Gefühlsreichtum, den wir aus der Kindheit
verdrängt haben oder in der Kindheit verdrängt haben mussten. Und dann werden wir langsam so wieder diese 100% Menschen. Und was kann man dann einem 100% Menschen für Ängste machen? Überhaupt keine. Weil egal, was dann kommt, ja, dies kommt und das kommt und du musst dich therapieren lassen und hier und da, hier und da und dort und drüben. Und all das wird nicht greifen. Ein 100% Mensch wird sagen, na, schauen wir es uns einmal an. Lassen mal die Fakten sprechen, nicht nur Gerüchte, nicht nur Schlagzeilen, nicht nur Ankündigungen. Wir erinnern uns, ich kann mich gut erinnern, werde ich nie vergessen. März oder April hat, 2020, ja, also die Fakten werden in den nächsten Wochen nachgeliefert. Ja, wir warten schon seit 2,5 Jahren auf das Nachliefern von irgendwas. Gekommen ist an Fakten bis dato nichts. Wir haben bis zum heutigen Tag in dieser Angelegenheit außer Propaganda nichts gehört. Keine Fakten, keine Daten, keine Zahlen. Wir wurden nur belogen. Die ganze Geschichte ist ein riesengroßer Betrug. Glaubst du, dass ein 100% Mensch oder 90% Mensch auf diesen Betrug reingefallen wäre? Nein, sicher nicht. Die Voraussetzung dafür ist eben das Kleinhalten. Und diese Zeit ist jetzt zu Ende. Wir leben jetzt in der größten Heilzeit der Menschheit und genau dieser Gefühlsreichtum, dieses zurückgewonnene Paradies, weil das ist es, ja. Das Paradies werden wir nicht in der Partnerschaft finden. Partnerschaft ist schön, ist gut, ist super, passt alles. Keine Kritik, ja. Aber ich wollte nur sagen, jeder muss für sich wieder die Komplettheit finden. Und das Herrliche dabei ist, je kompletter du in deiner Gefühlsstruktur wirst, desto weniger Krankheiten werden deinen Weg kreuzen. Brauchst du nicht mehr. Deine Süchte werden dich verlassen. Übergewicht wird dich auch verlassen. Alles. Du wirst auf alles verzichten können. Und du ruhst wieder in dir. Du bist wieder in deine Mitte zurückgekehrt. Und ich glaube, das ist der Weg. Und irgendwann erkennen wir, was war der Lebensweg. Wir haben etwas verloren und haben 30, 40, 50 Jahre gekämpft und gestrampelt, dass wir das in der Kindheit Verlorene wieder zurückbekommen. Naja, aber das ist eben im ursprünglichen Sinne der Bedeutung, das Heilwerden, wieder komplett werden, das Ganzwerden. Und darum geht es. Das ist, würde ich sagen, das größte Abenteuer der Menschheit. Dafür brauchst du keinen Sportwagen, keine Harley Davidson, dafür brauchst du keinen Urlaub auf den Malediven, dafür brauchst du keine Schönheitsoperation, du brauchst kein Fitnesscenter, du brauchst gar nichts. Du brauchst gar nichts, du brauchst nur dich und die Bereitschaft, wieder komplett zu werden. Das reicht. Ist toll, oder? Großartig. Das heißt, Gefühle wieder fühlen und nicht, wie wir es Männer so gerne mal sagen, naja, das macht man nichts, ein Indianer kennt keinen Schmerz, man ist ein Härtling, man spürt nichts, und, ah, das geht schon. Nein, es geht nicht, ja? Sondern dass man wirklich klar und deutlich sagt, nein, das fühlt sich nicht gut an, das tut mir weh, nein, das tut mir weh, das will ich nicht. Ja? Dass man ganz einfach sagt, danke, nein, brauche ich nicht, das erspare ich mir. 19:50 Uhr, bitte nicht ersparen, 19:50 Uhr, ganz wichtiger Zeitpunkt, ich schaue nur. Na, sehe ich nichts. Wo wir wieder gemeinsam an der Heilung arbeiten, in erster Linie an unserer eigenen Heilung. Und je heiler du geworden bist, je kompletter du geworden bist, desto attraktiver und interessanter wirst du für andere Menschen. Ist ja logisch, oder? Weil du gehst zu anderen Menschen nicht mehr mit diesen gib mir etwas, du kennst das doch, oder? Kennst du das? Ich meine, ist dir das schon mal begegnet? Hast du das schon mal gehabt? Ja, ich hatte auch mal eine Versicherungsvertreterschulung. Ich war mal für einen relativ geringen Zeitraum, weil kurz geht nicht mehr, für einen geringen Zeitraum war ich selber Versicherungsvertreter. Und du kennst doch dieses unangenehme Gefühl. Erstens einmal als Verkäufer, wie mache ich es? Man ist verzweifelt, wie komme ich an Kunden ran? Und andererseits der Kunde, der, oje, der will was von mir. Der will was von mir. Ja? Das kennst du doch, oder? Ist doch alles bekannt, diese Verhaltensmuster. Und du gehst dann in eine Begegnung zu einem Menschen rein, mit dem ich gebe dir. Ich gebe dir aus meiner Fülle heraus. Ui, das wirkt interessant. Das wirkt interessant. Aber diese Einstellung, ich will nehmen, und das ist halt das Problem bei vielen Beziehungen. Aber ich würde sagen, das ist ein Thema, was ich jetzt nicht streifen möchte. Das lasse ich einmal. Und bei einem anderen Video können wir das gerne besprechen. Ich würde sagen, wie gesagt, 19:50 Uhr, unser großer Auftritt. Und ich glaube, das hat schon sehr, sehr viel bewirkt. Das hat sehr, sehr viel bewirkt. Und ich will nicht sagen, dass sie ratlos sind. Ich würde einfach sagen, sie schrumpfen. In dem Ausmaß, wo wir von 20% auf 100% wachsen, schrumpfen sie bis zur Bedeutungslosigkeit, bis sie verschwunden sind. Denn, wie ich immer gesagt habe, das System braucht uns, aber wir
Wir brauchen kein System. Wir können dankend darauf verzichten. Geht sich optimal aus. Der Regen setzt wieder ein. Ich beende das Video und ja, einen großartigen Dienstag. Dein Astrowolf. Ende. Oje, oje, oje.